Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play Assassin's Creed 2 und unsere Tour in der Villa ist voll. Ja genau, willkommen zurück zu Assassin's Creed. Ich werde mich dem auch mal gleich annehmen und kurz nach Monteriggioni reisen. Hätte ich auch offscreen machen können, aber nö. Warum das offscreen machen, ne? Ja, wir sind zurück. Wir haben ja im letzten Part den Plan der Templer hier in Venedig erfahren. In Florenz und drumherum war es die Familie Bazzi. In Venedig ist es die Familie Barbarigos oder Barbarigos. Und ja, die müssen wir hier vernichten. Die haben sich den Templern angeschlossen, wollen Venedig für die Templer gewinnen und das wollen wir natürlich verhindern. Und wir sind jetzt in Monteriggioni. Und ach ja, hier ist so ein Gemälde. Ich wollte nochmal hier beim Kleiderfärben gucken. Toskanabraun. Ach, hier gibt es dann halt nur in Anführungsstrichen das. Ne? Und wir haben das echt nicht freigeschalten, was wir uns vorher gekauft haben. Müsste man immer wieder kaufen. Das ist ja blöd. Ich habe gedacht, wir können auch mal wieder zu alten Dings switchen, aber ja. Ja, wir haben erfahren, sie wollen Venedig für die Templer gewinnen. Den Dogen in Venedig wollen sie heute Nacht noch umbringen. Und das müssen wir natürlich schnellstmöglich verhindern. Und wir haben keine weitere Feder. Doch, wir haben eine Feder. Das sieht man noch nicht wegen dem Thronsymbol. So, und ich werde erstmal an der Architektur nichts machen. Aber auch nur vorerst. Wir geben noch die Feder oben bei Mutter ab und dann reisen wir zurück nach Venedig. Und dann müssen wir zurück zu Antonio, dem Anführer der Diebesgilde in Venedig. Und ihm davon berichten. Und hoffentlich mit ihm einen Plan schmieden, wie wir die Templer stoppen können. 10 von 100 Federn. Wir haben 10% der Federn erst gesammelt. Das ist ganz schön krass. Und wir sind in Sequenz 8, glaube ich schon. Ich weiß nicht mehr, wie viele Sequenzen das Spiel hat. Möchte ich aber auch gar nicht wissen, weil ich mich nicht spoilern lassen möchte. Von daher ist das ja alles entspannt. Ist ja aber auch ein Unterschied zu Assassin's Creed 1. Hier müssen wir gut mal 5 bis 6 Leute in einer Sequenz töten. In Assassin's Creed 1 war es ja maximal 3 in einem Kapitel, in Anführungsstrichen. Mehr sind die Sequenzen ja auch nicht. Und wir wollen zurück nach Venedig. Und ja, ich denke mal, wir müssen zur Diebesgilde, ne? Ach, da war noch ein Aussichtspunkt irgendwo in der Nähe bei der Rialto-Brücke. Stimmt, da war noch ein Aussichtspunkt, glaube ich, den ich mitnehmen wollte. Ah, mir gefällt der Umhang einfach immer noch so gut. Sieht richtig gut aus, das Rot. War hier nicht noch ein Aussichtspunkt? Eine Codex-Seite war hier. Ja, da war der Aussichtspunkt, genau. Den nehmen wir mit, hoffentlich kommen wir dahin. An die kommen wir ja noch nicht ran, an die Codex-Seite, aber an die sollten wir doch hoffentlich rankommen. Wäre schön. Dann können wir auch mal wieder Leonardo besuchen. Und wir laufen genau in die falsche Richtung. Ach, wir müssen da hin. Okay. Haben wir hier ein Boot? Ja. Haben wir wirklich. Schön blau hier. Sehr schön. Und rudern. Ich hoffe, wir stoßen mit keinem unserer Kollegen, mit unserer Bootskollegen hier zusammen. Und dann rudern wir unseren Weg hinüber zum Gebäude und zum nächsten Aussichtspunkt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann können wir hier auf das Pillar springen und dann, jawohl. Und dann ist das genau das Gebäude. Interessant. Cool. Oh, kommen wir da ran? Nee, aber wenn wir hier hochklettern, kommen wir doch da ran, oder? Ja, easy. Easy peasy lemon squeezy. Perfekt. Ah, schade. So. Ah, das ist doch sehr schön. Super, klasse. Synchro. Haben wir recht schnell sogar Synchro hier in der Aufnahmesession. Neue Aufnahme für mich. Ich muss mir auch gerade noch mal in den letzten Part angucken, was am Ende so abging. Damit ich eine gescheite Einleitung machen kann. Und dann wollten wir zur Codex-Seite, ne? Hier haben wir noch irgendwas aufgedeckt. Interessantes? Nö. Gut. Dann wollen wir nochmal zur Codex-Seite. Es sieht gut aus, als würden wir da rankommen.
Wow, warum ist er da jetzt reingefallen? Ach komm, Ezio, den Sprung schaffst du doch. Okay, das mit dem Springen hier beim Wasser ist noch nicht ganz so gut. Wir fallen immer wieder ins Wasser, aber gibt Schlimmeres. Gerade, Alter, guck mal, selbst im Wasser, da sieht dieser Umhang mega edel aus, oder? Wie der, wie die Sonne da reflektiert, das sieht voll kupfernd aus. Das sieht mega edel aus, wenn dieser Umhang oder die diese Kleidung nass ist. Alter, das sah gerade mega edel aus. Richtig nice. So, wir nehmen mal hier den Steckbrief weg, dann sollte ja hier keine Wache erwischen. Dann sind wir auch mal wieder komplett inkognito. Und dann geht's zur Codex-Seite. Perfekt. Sehr schön, Ezio. Nein, halt dich da fest. Ja, nicht ins Wasser. Feiner Junge. Da hätten wir Kämpfer, die wir rekrutieren können. Wahrscheinlich werden da wieder Wachen sein. Na, kommt mal mit. Lenkt ihr die Wachen mal für mich ab. Die 150 Florin, die sind ja jetzt auch nicht so wichtig. Na, perfekt, das ist doch perfekt gelaufen. Unsere Dudes halten die Wachen ab. Und wir können die Codex-Seite mitnehmen. Und jetzt können wir unseren Dudes eigentlich auch noch helfen. Ich möchte natürlich nicht, dass hier einer von denen stirbt, von unseren Söldnerkollegen. Sind das noch zwei Gegner? Ja, das sind noch zwei Gegner. Dann nehme ich euch einen noch weg. Ach, ich nehme euch einfach beide weg. Ich nehme euch einfach beide weg. So. Hat uns zwar jetzt wieder ein bisschen gekostet an Bekanntheitsgrad, aber wir kehren zu Antonio zurück und ich habe jetzt auch noch eine Gruppe Kämpfer mit am Start. Wobei ich glaube, die jetzt verlieren zu verlieren, weil sie hier nicht mit rüberkommen. Okay, da kommt Ezio also nicht hoch. Interessant. So. Ja, das ist schön, 300 deiner feinsten Säbel, aber ich habe eine sehr, sehr starke Waffe. Okay, die bewachen auch was. Oh, ein Taschendieb kommt direkt auf uns zu, da auf der Karte. Das ist doch perfekt. Da wird zwar nicht so viel Florin geben, wie die, die nicht angezeigt werden, aber 500 Florin haben oder nicht haben. Ist, glaube ich, hier die Frage. Obwohl, die Frage stellt sich eigentlich nicht. So, eigenes Geld und das des Räubers beschafft, ja. Wo auch immer der uns beklaut hat. Wir könnten auch mal hier einfach so mal in der Menge rumlaufen, ne? Dann können wir mal so ein bisschen Money Money sammeln. Aber es haut unseren Bekanntheitsgrad ziemlich hoch. Okay. Das ist gut zu wissen. Och, wow, ernsthaft. So, sehr schön. So, und ich hoffe, wir können dann in der Nacht, wollen die ja das Attentat auf den Dogen in Venedig vollziehen, die Templer. Ich hoffe, wir können das verhindern heute Nacht. Bin gespannt, was Antonio dazu sagt. Und das mit dem Wasser ist dann doch schon manchmal nervig jetzt hier, ne? Da kann man echt nichts gegen sagen, ne? Ach, das ist doch hier der Palazzo von Emilio, oder? Müsste der das nicht sein? Hat Antonio den jetzt echt eingenommen? Hat er ja auch gesagt, ne? Okay. Von hier kommen wir da schon mal nicht rein. Das ist ja Knorke. Ja, so ist das, ne? Mit wichtigen Gebäuden. Die wurden halt rund ums Wasser gebaut. Oder erbaut. So dass man die eigentlich nicht wirklich angreifen konnte. Da ist eine Brücke, da können wir hin. Und dann haben es Leute wie wir da auch schwer raufzukommen, wenn wir nicht von vier Seiten in dieses Gebäude reinkommen können. Aber das ist, glaube ich, nicht so tragisch. So hätte ich mich nämlich zur Diebesgilde, gerade bei der Schnellreise geportet, sehe ich gerade, hätte das gar nichts gebracht, weil die Dudes sind ja jetzt hier. Interessant. Antonio, schlechte Nachrichten. Ach, das ist Rosa. Ciao, bello mio. Come stai? Bist du schon wieder zurück? Ah. Desolato, mia cara. Aber ich komme nicht zum Vergnügen. Ich muss Antonio sprechen. Es ist dringend. Antonio, Ezio ist hier.
Die beiden, ne? Ezio, ist alles in Ordnung? Nein. Carlo Grimaldi und die Barbarigo stecken mit einem im Bunde, den sie den Spanier nennen. Sie wollen den Dogen ermorden und durch einen der ihren ersetzen. Dann hätten sie ganz Venezia und die gesamte Flotte in ihren Händen. Und mich nennen sie kriminell? Dann werdet ihr mir helfen. Ich stehe auf eurer Seite, Bruder. Und mit mir all meine Männer. Und Frauen. Grazie, amici. Aber Ezio, ich muss euch warnen. Diesmal wird es nicht so leicht. Der Palazzo Ducale ist das schwerstbewachte Gebäude in Venedig. Ich komme überall rein. Hui. Und deshalb lieben wir dich, Ezio. Kommt, sehen wir es uns an. Uns fällt schon was ein. Na, bin ich mal gespannt. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt, einen Weg finden, um in den Palazzo Ducale zu gelangen. Da bin ich ja mal gespannt. Diese Sache mit dem Dogen, schlimm. Obwohl mich ein solcher Verrat nicht mehr überrascht. Als ich klein war, erzählte man uns, der Adel sei gut und gerecht. Und ich glaubte es auch. Obwohl mein Vater nur ein Schuster war und meine Mutter eine Küchenmagd, strebte ich nach Höherem. Ich lernte fleißig, war beharrlich. Aber der Adel gab mir keine Chance. Wenn man nicht als Adliger geboren wird, wird man nicht akzeptiert. Also frage ich euch, Ezio, wer sind die wahren Edelleute Venedigs? Männer wie Carlo Grimaldi und Marco Barbarigo? Nein. Ich sage euch, wir sind es. Die Diebe und Söldner und Huren. Während wir arbeiten, um die Stadt und ihr Volk zu retten, machen die Adligen sie zu ihrem Spielball. Er hat ziemlich recht. Also die Adligen-Korruption kennen wir ja überall. Das ist ja nichts Neues und meistens halt die Adligen, die eigentlich die Stadt beschützen sollen. Aber die Macht, die man bekommt, steigt ihnen oft zu Kopf. Und ich bin gespannt, was wir für einen Plan entwickeln können. Antonio, hau mal raus. Wir müssen den Palazzo sorgsam erkunden. Jeden Winkel. Wir müssen einen Weg finden. Ich weiß von einem hohen Kirchturm hinter dem Palazzo. Oder vielleicht können wir die Rückseite der Basilika erklimmen. Habt ihr eine Idee? Ich schätze, die Vordertür scheidet aus. Va bene. Die Vordertür probieren wir auch, Klugscheißer. Okay. Mit Antonio dem Palazzo auskundschaften, okay. Würde ich sagen. Oh, das sieht danach aus, jetzt müssen wir da hoch. Ne, wir müssen auf... Also, ach, okay. Was denkt ihr? So werden wir nicht hineinkommen. Sie haben Zeit, den Dogen zu ermorden, bevor wir an all diesen Wachen vorbei sind. Das stimmt. Was ist das für ein hoher Kirchturm, Alter? Nicht schlecht. Okay, von hier, von vorne schließen wir also aus. Ist das ein Riesengebäude, wa? Das ist echt stark bewacht. Nicht schlecht, muss man einfach mal so sagen. Das wird echt nicht einfach, das wird unsere schwerste Prüfung bisher, glaube ich. Aber wenn das jemand schafft, dann wir mit Hilfe von Ezio Auditore da Firenze. So, hoch hier. Kommt Antonio auch mal langsam nach? Ich denke, du bist der Anführer der Dieben, der Diebe. Willst du nicht mal ein bisschen Gas geben, Kollege? Ja, ich hätte auch die Leiter nehmen können, aber das ist zu einfach. So, Antonio. Wink mal deinen Arsch hierher, Kollege. Wo klettert denn der Junge? Okay. Er macht komische Geräusche. Ah, er kommt die Leiter hoch. Sehr gut. Seht nur, überall Bogenschützen. Und die Mauern auf dieser Seite sind unmöglich zu erklimmen. Oh ja. Fuck. Na dann, kann er auch den Todessprung wie wir? Ich hoffe, er kann das. Er kann's nicht? Ach, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Antonio, enttäusch mich nicht. Na, warten wir mal auf unseren Kollegen. Ich muss sagen, er enttäuscht mich ein bisschen. So, wir gehen weiter zu unserem nächsten Ort, der uns auf der Map angezeigt wird. Und hoffentlich kommen wir von da aus daran
Aber von oben ist auch echt keine gute Idee mit dem Bogenschützen. Aber vielleicht müssen wir einen Kompromiss eingehen und die Bogenschützen ausschalten. Oder irgendeinen Kompromiss eingehen und vielleicht doch leise den Kampf suchen. Natürlich anonym. Weil wenn das rauskommt, wird bestimmt Alarm geschlagen in der Stadt und im Palazzo. Deswegen muss unser Ziel sein, wie immer anonym zu bleiben. So, da wollte ich gar nicht rein, sondern ich wollte hier rein. So, jetzt sind wir auch wieder da bei dem Gebäude. Und jetzt können wir hier nochmal gucken, ob wir hier da rankommen. Ben, wir haben Glück. Diese Gerüste sehen nach dem perfekten Weg zum Dach der Basilika aus. In der Tat. Sollen wir? In der Tat. Ja, ich würde sagen, das sollen wir. Ist der ein Gaukler oder sowas? Okay, warum gehst du da nicht hoch, Ezio? Warum klettert er nicht weiter? Was soll das? Kann mir auch keiner sagen, ne? Da kommen wir nicht ran. Laber nicht. Na gut, dann starten wir hier. Zeig ein bisschen Respekt, so. Idiota. Entspann dich. Idiota nennt er mich. Ich glaube, er weiß nicht, wer ich bin, ne? So, hier sollen wir hochklettern. Das machen wir doch gerne mit einem schönen Sprung darüber. Oh, oh, Warnungssperrgebiet. Aber das sieht gut aus. Das sieht gut aus, Leute. Das sieht richtig gut aus. Guck mal, jetzt sind wir hier oben. Und hier ist auch... Hier sind gar keine Wachen gefühlt. Hat mich mein Auge doch nicht getäuscht. Da ist eine Feder. Da sind nur Bogenschützen, aber die Feder will ich eben mitnehmen. Aber hier auf der Seite sind gar keine Bogenschützen. Das ist gut. Das ist richtig gut. Aber der Spanier, wie er genannt wird, hat uns ja auch schon erwartet. Er meinte ja, dass der Assassine wohl das Gespräch mithört, irgendwo. Aber hier sieht's gut aus. Ezio, seht! Ist er das nicht? Grimaldi! Versteht ihr nicht, was ich euch anbiete, Signor? Tatsache. Hört auf mich bitte. Dies könnte eure letzte Chance sein. Ihr wagt es? Verzeiht. Ich wollte wirklich nicht, ich sorge mich nur um eure Sicherheit. Uns geht die Zeit aus. Wir kommen nicht durch dieses Gitter. Und es sind überall Wachen. Diavolo! Mir nach. Diavolo. Es ist unmöglich. Fuck. Menschen kommen weder rein noch raus. Nur Vögel. Ja, Vögel. Wo geht ihr jetzt hin? Zu meinem Freund Leonardo. Lol. Das war ein Hinweis. Carlo Grimaldi, die Sau, ne? Oh, oh, oh. Aber das war ein richtig guter Hinweis. Weil, was hat Leonardo damals noch gesagt auf den Weg nach Venedig, wo wir mit der Kutsche gefahren sind? Er arbeitet an einer Erfindung, die Menschen fliegen lassen kann. Und daran hat sich Ezio gerade auch erinnert. Jetzt bin ich ja mal sau gespannt. Wenn das kein lustiger Affe ist. Wir haben ja schon den Prototypen in Anführungsstrichen gesehen. Jetzt bin ich echt gespannt. Endlich geht's wieder zu Leonardo. Wir haben ja auch eine Codex-Seite. Machen wir eben hier einen Sprung ins Wasser. Ist einfacher als komplett drumherum zu laufen. Und dann klettern wir hier wieder hoch. Jawohl. Sehr schön. Leonardo. Endlich ein Wiedersehen wieder mit Leonardo. Sorry, Ladies. Und Rosa hat ihn, glaube ich, ein bisschen den Kopf verdreht, ne? Und hier sind wir, Leonardo. Ich brauche deine Hilfe, mein Freund. Ich brauche deine Hilfe, Freund. Funktioniert's? Was? Was willst du wissen? Funktioniert es, Leonardo? Kann es wirklich fliegen? Ich weiß nicht. Es ist nur ein Modell, eine Idee. Es ist noch nicht fertig. Hast du es versucht? Nein, viel zu gefährlich. Um es zu testen, muss man von einem Turm springen. Wer wäre verrückt genug, sowas zu tun? Leonardo, ich glaube, du hast einen Verrückten gefunden. Jawohl, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Leonardos Flugmaschine testen, absolut korrekt, Ezio. Also, wie funktioniert es? Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern.
Viel Glück, Ezio. Oh Gott. Okay. Okay, die Flugmaschine. Oh, nach oben und nach unten, um aufzusteigen. Ja. Okay, das macht alles Sinn. Na, warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Das war ein Fail. Ich kann's nicht glauben. Es klappt. Es klappt. Du bist geflogen, Ezio. Geflogen. Sieh, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut. Lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein... Ezio di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Oh. Heurika! Natürlich! Genial! Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Okay, das klingt nach einem Plan. Ich weiß zwar nicht, wie wir das gerade geschafft haben. Meine Männer sind wir gerade gestorben, aber wir sind geflogen. Gut begonnen ist halb gewonnen. Um die Wachen kümmern, damit Antonios Männer die Feuer anzünden können, die der Flugmaschine Auftrieb verleihen. Das ist doch wieder Vorbereitung pur. Die vier Orte säubern, an denen die Feuer entzündet werden sollen. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, haben wir geschafft, Leute. Von daher würde ich sagen, das machen wir im nächsten Part. Vorbereitung, um in den Palazzo Ducale zu kommen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Lasst doch eine Bewertung da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.